Hallo alle zusammen, hier bin ich mit neuen Deutschübungen. Tada! Heute geht es um die Negativartikel. Was ist ein Negativartikel? Ganz einfach. Ich mache mich hier nochmal ein bisschen größer. So, also was ist ein Negativartikel? Ihr kennt den bestimmten Artikel, der Mann, die Frau, das Kind. Unbestimmte Artikel lautet ein Mann, eine Frau, ein Kind. Soweit, so klar. Der Negativartikel ist ganz einfach zu bilden. Wir setzen einfach ein K vor den Unbestimmten. Somit heißt es kein Mann, keine Frau, kein Kind. Ja, ganz so einfach ist es dann natürlich nicht. Denn wir haben unsere wunderschönen Fälle, Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, aber damit beschäftigen wir uns jetzt nicht. Hurra! Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. So, wir haben einen schönen Satz. Er heißt, dort drüben steht ein Mann. Das ist männlich. Dort drüben steht kein Mann, männlich. Negativartikel. Ja? Also aus ein wird kein. Dasselbe gilt natürlich für die weibliche Form. Dort drüben steht eine Frau, aber, Moment, mich stört hier ein Haar. Was macht das Haar da? Dort drüben steht eine Frau, wird zu keine Frau. Ja? Das ist hier der Negativartikel. Kein, niemand. Dort drüben steht ein Kind, wird zu? Natürlich, dort drüben steht kein Kind. Männlich, weiblich, sächlich. Kommen wir gleich zu ein paar Beispielen. Mag sein, dass euch diese Beispiele bekannt vorkommen. Warum? Wir hatten sie bei den unbestimmten Artikeln. So, nun setzen wir diese Sätze in die negative Form. Also wir setzen den Negativartikel ein. Dazu solltet ihr natürlich wissen, welchen Artikel diese Worte haben. Ja? Puppe, Pferd, Mann, Wohnung, Handy. Clara möchte zum Geburtstag keine Puppe. Es ist die Puppe, eine Puppe, aber Clara möchte keine Puppe. Ich wünsche mir kein Pferd. Das Pferd. Ja, wir verneinen es mit kein. Michael ist ein schöner Mann, aber wir wollen heute das Gegenteil sagen. Somit, Michael ist kein schöner Mann. Ich suche keine größere Wohnung. Die Wohnung. Handy hat welchen Artikel? Das Handy. Ich will kein neues Handy. Alles klar? Weiter geht's. Ich möchte Portion. Ihr seht, die Endung Ion sagt was? Sagt, dass es weiblich ist. Ich möchte keine weitere Portion. Okay? Ich habe mir Kleid. Wir überlegen, welchen Artikel Kleid hat. Und dann setzen wir es in die negative Form. Ich habe mir kein blaues Kleid gekauft. Er ist großartiger Pianist. Pianist, ja, erinnert euch vielleicht, mit dieser Endung kann es nur männlich sein. Also es ist der Pianist. Er ist ein großartiger Pianist. Das Gegenteil davon ist, er ist kein großartiger Pianist.
Das ist schwieriges Thema. Was setzen wir hier ein? Na, das ist kein schwieriges Thema. Das Thema. Die Firma sucht neue Direktorin. Klar, Direktorin ist weiblich. Die Firma sucht, sie sucht keine neue Direktorin. Ich glaube, das ist jetzt so halbwegs klar, oder? Schwierig? Naja. Auch Nullartikel werden auf diese Weise verneint. Ja, er ist Mechaniker. Also Nullartikel, ihr erinnert euch vielleicht. Er ist Mechaniker. Ich habe Zeit. Ich habe Geld. Ihr seht, hier gibt es keinen bestimmten oder unbestimmten Artikel, nämlich gar keinen. Deswegen Nullartikel. Er ist Mechaniker. Wenn wir das jetzt verneinen möchten, machen wir was? Yes, er ist kein Mechaniker. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Soweit, so klar, hoffe ich doch. Machen wir noch ein paar Beispiele. Es gibt Leben ohne Wasser. Nein, natürlich nicht. Es gibt kein Leben ohne Wasser. Wir haben keine Katze. Er ist kein guter Lehrer. Das ist natürlich schade, denn wir möchten nur gute Lehrer. Andreas verkauft Gold. Das Gold? Kein Gold. Andreas verkauft kein Gold. Ihr seht, der Artikel ist immer wichtig, sonst wissen wir nämlich nicht genau, welche Endungen wir hier verwenden sollen. Okay, also, ja, das habe ich schon 1000 Mal gesagt. Hauptworte bitte immer mit Artikeln lernen. Wir besitzen Autos, aber wenn wir keine Autos besitzen, heißt es natürlich, wir besitzen keine Autos. Ja, Plural oder Mehrzahl. Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht so schreien. Psst. Jedes Hauptwort mit dem Artikel lernen, der, die, das. Es wird euch wirklich weiterhelfen. Also ich sage das jetzt nicht nur so zum Spaß. Ich wiederhole mich ungern, aber es ist wirklich, wirklich wichtig. Jo, meine Homepage kennt ihr, www.sonny.tv. Mittlerweile wisst ihr natürlich auch, welche Videos sich da drauf befinden. Also wenn ihr Deutsch lernen möchtet, wo bin ich da? Ja, ich wollte jetzt gar nicht zu Literatur. Wollte ich euch aber auch zeigen, ja. Hier bei Deutschkurs, ja, habt ihr alle meine bisherigen Videos, wisst ihr vermutlich schon. Deutschgrammatik, Deutschrhetorik und so weiter und so fort. Aber ich habe auch diverse andere Videos gemacht. Zum Beispiel deutsche Literatur könnte nicht uninteressant sein. Hier habe ich Gedichte, Gedichte, Gedichte. Alle brav auswendig gelernt. Ja, ihr seht hier alle großen Namen, auch meinen. Auch ich habe einen Gedichtband geschrieben. 200 erlesene Gedichte. Aber ansonsten, wir haben hier Goethe, Hofmannsthal, Heine, Schiller und so weiter und so fort. Was ich euch gerne zeigen möchte, ja, also ich habe damals diese Gedichte auswendig gelernt, vorgetragen. Am Anfang kommt immer eine kleine Einleitung. Danach habe ich das Gedicht vorgetragen. Mit Text. Und so weiter und so fort. Am Ende gibt es dann immer eine kleine Zusammenfassung. Ja, ein bisschen Geschichte über das Werk und über den Schriftsteller.
Also, wie gesagt, ihr könnt euch das gerne anhören, wenn ihr Zeit und Lust habt, findet ihr alles auf meiner Homepage. Und ja, also das waren jetzt mal die Negativartikel. Ja, ich verabschiede mich von euch. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen etwas vermitteln. Es war nicht ganz so schwierig und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Lektion. Tschüss!